Einen wunderschönen guten Tag, liebe Silent Hill 2 Zuschauer auf meinem Kanal. Und ja, wir machen weiter mit Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. Ich hab den Schlüssel. Das letzte Band war falsch. Man hätte auch sehen können, dass ein kann da mit der Hand nicht mehr interagieren, oder doch? Kann man, ne? Das letzte Band war falsch. Hier seht ihr die richtige Kombination. 7-1 unten war richtig. 9-2-4-5-7-1. Dass die Hände übereinander, die Bänder übereinander gelagert werden und somit die Kombination freigegeben wird. Jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt gehen wir hier rein. Gucken mal, was hier drin ist. Da ist die Taste. Die nehme ich natürlich mit. Und hier ist allerlei Gekrakel an der Wand, aber damit kann ich nicht interagieren. Und hier sind die Symbole inklusive einem Bild, was wir wahrscheinlich jetzt hier zurechtfriemeln müssen. Ich muss ja sagen, Silent Hill 2 Remake ist jetzt wesentlich rätsellastiger. Aber finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich zugeben. So, damit haben wir es. Jetzt wissen wir auch, welches Symbol was bedeutet. Welche Zahlen und Zahlen, die auf den Bändern standen, das ist dann die Kombination. So. Jetzt muss ich mir das Ganze nochmal notieren. Muss mir das Ganze kurz mal aufschreiben. Ich mache nochmal kurz einen Break hier im Moment. So, ich habe es mir notiert, aber James hat sich auch nochmal was aufgeschrieben. Ihr könnt mal rein theoretisch auch nochmal auf die Karte gucken. Aber ich habe es mir nochmal notiert, damit ich das nicht muss. So, bei Hand sehen wir 92, 54, 51. Schreibe ich mir auch nochmal händisch auf. Wie gesagt, da muss ich nicht ständig auf die Karte gucken. Und es ist ein bisschen oldschool, sich dann einfach Notizen zu machen von Codes und anderweitigen Sachen. Ne? Das hat so halt den alten Flair von Survival-Horror-Spielen natürlich. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und setzen erstmal die Taste ein. Kopf. So. Also dann. 92,9 ist das hier. Dann brauchen wir die 2. Das müsste das hier sein. Ja. So, als nächstes hätten wir 54. Hier ist das hier. Dann die 5 ist das hier. Und dann noch die 71. 7 ist das hier. Und die 1 ist... Ist gerade nicht. Hier. War es ein Tresor? Und dann ist halt einfach so ein Schlüssel drin. Und eine Notiz. Aber guckt euch mal diese Lagen an von Schichten halt, ne? Die den Tresor, also das Innenleben besser gesagt, schützen. Die Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du willst. Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist der immer. Okay, wir haben den Schlüssel zum Dach. Und auf dem Dach werden wir wahrscheinlich dann nochmal eine sehr unangenehme Begegnung haben. Ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Etwas, was wir nicht verhindern können. Aber ich kann es euch trotzdem sagen, es taucht Pyramid halt nochmal auf. Schmeißt uns vom Dach. Ziemlich frech, aber ja, das wird passieren. Und dann sind wir nämlich in der Otherworld Krankenhaus und dann müssen wir dort auch nochmal ein bisschen weiter und dann finden wir Laura und dann kommt der Bosskampf und dann sind wir mit dem Krankenhaus auch fertig. Das ist das, was passieren wird. Wie gesagt, das Original existiert, deswegen ich schäme mich auch nicht davor, beziehungsweise das heißt schäme, werde die Story, soweit es geht, auch nicht zurückhalten. Das heißt, ich werde auch die Story stellenweise spoilern. Aber wie gesagt, ich bitte euch auf jeden Fall nicht
die Unterschiede, wie gesagt, zum Original zu spoilern. Das wäre mir ganz lieb. Also, wie gesagt, ich weiß ja, was mich erwartet und wie gesagt, Gruber Team, denke ich mal, wird sich schon sehr nah an die Story halten vom Original. Also bisher haben sie das auf jeden Fall getan. Aber wie gesagt, ich werde ja, nochmal schauen, dass ich vielleicht später nochmal eine Review dazu mache und die Unterschiede nochmal so ein bisschen aufzeige. Irgendwas stimmt mal wieder mit der Performance, nicht? Ich werde nochmal checken, was da los ist. Moment. Okay, keine Ahnung, was da gerade los war. So, warte mal kurz. Halt. Komm ich. Ah ja. Ich war gerade mir nicht mehr sicher, ob ich hier hoch muss, aber ja, muss ich. Und dann gab es noch die andere Treppe. War das hier? Der Dachschlüssel, benutze ihn doch. Oh nein, das Spiel ist abgestürzt, glaube ich. No! Oh, bitte nicht. Oh, ich bin aufs Dach gekommen. Ey, es ist aus irgendwelchen Gründen die ganze Zeit abgestürzt. Ey, ich habe keine Ahnung warum. Aber naja, jetzt sind wir ja nicht auf dem Dach. Ich muss mein PC auch neu starten und alles. Ich weiß nicht, was... Die Sequenz hier aufs Dach zu kommen, die war gerade ziemlich weird. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum. Nun denn, gucken wir uns jetzt erstmal hier auf dem Dach ein bisschen um. Komm da rein, da liegt was. Leute dabei! Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt, friedlich hier. Nichts zu tun, darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai, regnet immer noch. Hab kurz mit dem Arzt gesprochen. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin, schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? 12. Mai, immer wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger machen, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich eine Sünde sein, wegzurennen, statt zu kämpfen? Manche sagen das, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Es ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. Es ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Der Arzt war heute hier. Er sagt, dass ich bald entlassen werde. Dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh darüber sein, aber ich habe auch Angst. Eine große Angst. Ich spüre, dass bald irgendetwas passiert. Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser. Aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Notiz lag im Original auch auf dem Dach, aber bin ich mir nicht sicher. Da ist er ja. Ja, da war Pyramid Head und er hat das einfach radikal runtergeschmissen. Im Original war es so, dass er einen vom Dach, meist mit seinem Schwert, glaube ich, oder man fällt runter und da ist vor einem noch ein Zaun. Können wir durchgucken, oder? Nö. Sind wir auf der anderen Seite, wo Laura war? Hier. Man hört sie sogar. So, da haben wir noch Munition.
Ich habe aber nie feststellen können, ob das Runterschmeißen vom Pyramid Head einem Schaden macht. Oder man Shortcut geöffnet. Rein theoretisch könnten wir jetzt nochmal speichern gehen, aber ich habe ja eben schon gespeichert. Also tut eigentlich nichts zur Sache. So, hier sind die Gummizellen. Die ganz besonderen Patienten. Hier ist zu. Ah, hier ist die Gummizelle mit dem Blut. Ja, die gibt's im Original auch. Die Ecke. So, jetzt könnte es gleich wild werden. Denn wir stehen kurz vorm Bossfight. Auf der anderen Seite sieht man schon eine Zeichnung. Hase und Hase wollen eine Möhre und da kommt das böse Monster und will sie fressen. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth! Laura. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Sure, this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. What's the magic word? Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you brat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Ich kann's immer noch nicht leiden. Auch wenn sie... von der Story her ein wichtiger Charakter ist, aber trotzdem ihre Art und Weise, I don't get it. Kann man nur so drauf sein. Jo, Boss Time. Aber geil inszeniert mal wieder. Ich muss kurz mal husten, Moment. Deswegen wollte ich kurz auf Pause machen. Ich glaube, bei dem Boss ist in Bewegung bleiben, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Man sieht auch, wo er rauskommt. Oben an der Decke. Das ist so ein kleiner Hint.
Es hat Arme. Wild. Bald ist meine Munition alle. Aber ich habe schon gut Schaden verursacht. Warte ich nur, wenn der andere kommt, weil es bleibt ja nicht bei einem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das metallische Gerüst irgendwie Schaden blockiert oder sonst irgendwas. Bei Silent Hill 2 im Original war es ja nicht irgendwie klar zu sehen, ob der Gegner irgendwelche besonderen Abwehrmechanismen hat oder sowas. Okay, das ist neu. Oh shit. Oh Gott. Okay, den Bosskampf haben wir verändert. Das ist ja wild. Im Original kommt eigentlich noch einer dazu. Das sind, glaube ich, 3 insgesamt. Aber dass das Vieh jetzt läuft. Normalerweise hängen die immer von der Decke, aber der Raum war auch wesentlich kleiner. Ja, die haben den Bosskampf richtig geil überarbeitet, muss ich sagen. Gott, was jetzt? Kommt jetzt der zweite hinzu. Da liegt noch was. Oh, Munition. Richtiger toller Fleischsack. Schafft, oder? James.
Wir wurden von einem anderen Flashlips entführt. Das ist neu. So, ich werde mir mal eine Spritze geben, damit ich voll geheilt bin. Ich habe ja 10 Stück. Also kann man sich mal gönnen. Ey. Jetzt sind wir in der Other Worlds, beziehungsweise im anderen Krankenhaus. Munition ist rar. Weil für den Boss echt viel drauf ging. Hat wesentlich mehr ausgehalten, als ich noch in Erinnerung hatte im Original. Aber ja, ich kann auch wahrscheinlich auch sein, dass die Gegner hier im Remake ein bisschen mehr aushalten. Patient 3141, Kennzeichnung 298.9, Zimmer. Symptome. Hyperfokus. Derzeitige Diagnose, gute Heilungschancen. Empfehlung, schrecken Sie vor nichts zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, das ist richtig. So. Wir sind im Aufenthaltsraum, wir sind im ersten Stockwerk. Dann gucken wir uns erstmal um. Hier können wir speichern, das machen wir gerade. Auf einen neuen Spielstand, falls irgendwas sein sollte, dass ich nochmal zurückkehren kann. Ja, da komme ich wohl nicht weiter. Aber ich finde, die Albtraumwelt haben sie so geil hingekriegt. Das sieht so fantastisch aus. Ich meine, sie haben ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt durch natürlich dem Medium. Das sah auch schon etwas ähnlich aus wie das jetzt hier. Nur... nicht natürlich Silent Hill, sieht wesentlich geiler aus, was das angeht. Okay, hier kommen wir halt absolut nicht weiter. Also müssen wir mit dem Aufzug erstmal weiter. Hoffentlich geht der. Ja, in den Keller muss ich, aber da gibt es keinen Knopf. Wir sind im zweiten Stock, fahren wir in den ersten runter. Im ersten fahren wir in den zweiten hoch. Aber wenn wir das Krankenhaus geschafft haben, haben wir einen großen Teil vom Spiel, glaube ich, auch schon hinter uns gebracht. Weil, blöd gesagt, nach dem Krankenhaus kommt zwar noch einiges, aber ich persönlich finde, wie gesagt, ist mein persönliches Empfinden, ist der Krankenhausabschnitt mit das Größte. Bäh. Wie gesagt, der Ekelfaktor hier im Remake, das ist krass. Alle die Krankenschwestern, wie die jetzt aussehen. Wow. Ja, Messer. Die sehen auch nochmal anders aus. Die haben alle so komische Zacken am Körper. Manche. Also nicht alle, aber einige. Das ist wild. Die Munition wird ziemlich rar gerade. Und da ist sowas drin. Ja. Gesundheitsdrink. Toilette. Wird auch komplett wild. Da ist ein Fragezeichen, aber warum? Kann ich nochmal zurück? Oh, warte mal hier. Yeah. Oh Gott, die Kiste existiert doch wieder. Ja, besagte Kiste, von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe, existiert mal wieder. Die müssen wir aufmachen. Eigentlich war das nicht in der Other World, sondern in der normalen Silent Hill Welt, sag ich mal. Da war dann... ja, da waren, glaube ich, dann die Haare drin, wo man den Schlüssel rauskriegen konnte. Für den Keller. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und jetzt müssen wir hier in der Otherworld nach den Passwörtern und Schlüssel suchen, um diese Kiste zu öffnen.
Das wird natürlich ganz schön wild. Aber okay. Kettenbox, ja. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Hör's schon. Hier, der Raum ist zu. Fuck you! Alter, what? Alter, wie die mich fast weggemördert hat. Was ist denn Teufel? Rot. Wo jetzt? Los zu. Los zu. Und los zu. Natürlich. Oh. Das war knapp. Hier haben wir wirklich was Kalisto-Protokoll-mäßiges. Fehlt nur noch, dass man in irgendeine Richtungstaste drücken muss, um auszuweichen wie in den Kalisto-Protokoll. Das wär's, ey. Okay. Hier sind ja überall Gegner, das ist ja richtig toll. There's a hole in the wall. Okay, ein paar Räume habe ich schon abgesucht. C1 ist ja offen, also hier, aber hier ist nur das Loch. Aber ich kann damit nicht interagieren oder sonst irgendwas tun. Da fehlt mir ein Schlüssel. Gut, hier geht's nicht weiter. Da hört man schon den Gegner, aber ich komme nicht rein. Okay, wo geht's denn wieder weiter? Also ich muss rein theoretisch wieder zurück und dann vielleicht mal gucken, was auf der anderen Seite noch ist. Dann gehen wir mal. Ja, das kann ich verschieben, aber durch kann ich nicht. Da ist zu. Da ist vollgestellt. Ja, toll, da komme ich auch nicht durch. Das heißt, hier ist erstmal nichts für mich zu holen. Gut, dann gehen wir erstmal hier wieder zurück. Das ist der Aufzug. Das sieht aus wie eine Tür. Okay, die Tür ist auch zu, aber die kann ich, glaube ich, von der anderen Seite irgendwie öffnen, oder? So, ich komme da gar nicht hin. Ah, es ist alles so verwirrend. Ah, hier. Hier kann ich lang. Ist auch mal schön, in einen Raum zu gehen, wo nicht irgendwie 50 Gegner auf einen warten. Aber was die Kämpfe angeht, muss ich sagen, sind die in Silent Hill 2 Remake nochmal deutlich intensiver geworden. Aber finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Auch auf höheren Schwierigkeitsgraden in Silent Hill 2 Original. Werden die Kämpfe zwar einfach anstrengender unter dem Aspekt, dass die Gegner halt mehr aushalten und man weniger Munition findet, das ist das Einzige. Ich glaube nicht mal, dass die besonders mehr Schaden verursachen. Heilung ist einfach nur rarer gesät. Ich habe Silent Hill 2, das Original, jetzt auch nicht so oft auf schwer durchgespielt, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber
Kann mich da auch nur ganz grob dran erinnern. Okay, hier in dem Bereich ist echt nichts mehr zu holen, glaube ich. Da unten die Tür habe ich noch nicht ausgecheckt, aber da müsste ich jetzt komplett zurücklaufen. Mache ich das gerade nicht. Ich werde erstmal die Treppe benutzen und hochgehen. Weil in den dritten Stock konnte ich, glaube ich, nicht fahren. Oder in den Keller gehen. Das ging auch nicht. Gucken wir erstmal, was hier ist. Gut, die Tür, da lässt sich nicht viel machen. Hier ist der Röntgenraum. Nur noch ein Zettel. Oh. Wie wir tanzen. Die Arme in der Luft. Die Körper in perfekter Harmonie. Während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter. Okay, sorry, ich musste niesen. Die Führung übernehmen und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd, durchdringend. Und dann blieb nur noch Stille. Okay, wird gespeichert gerade. Gewaltinstrument, das ist für Lobotomie, glaube ich. Der Hammer. Da fehlt noch ein Eispickel. Und dann durchs Auge. Okay, hier können wir rüber. Was ist mit dieser Figur hier, mit dem Mannequin? Bewegen. Okay, das ging einfach. Ja, nur Objekte. Du musst das Ding komplett verstümmeln. Alles klar. Aber da ist was im Auge drin. Auch eine Änderung, die ich sehr cool finde. Ein Remake. Neues Rätsel. Ich komme nicht durch, aber ich kann durch den Raum sehen. Wegen dem Stacheldraht. What the fuck? No! Scheiße! Gott, dann ruckelt das auch noch. Ach stimmt, der explodiert ja. Es ist alles grauenvoll gerade. Ich habe einfach aus Reflex aufgeschossen. Ich vergessen, dass ich die Schrotflinte ausgerüstet habe. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Nein. Ich habe Pistolenmunition dafür ein bisschen. Ich glaube, durch so Spalte können die Gegner nicht durch. Die können zwar Türen öffnen, neuerdings, aber die werde ich erst öffnen, sobald ich hier alles untersucht habe. Ah, na großartig, ich muss da runter. Na gut, dann öffne ich den Shortcut trotzdem. Damit ich nachher hier raus kann. Oder rein, je nachdem. Also ich bin bisher auch noch nicht gestorben, muss ich sagen. Bin begeistert. Meine Ressourcen sind zwar knapp, aber bisher habe ich mich gut durchgeschlagen. Guck dir das an. Ging widerlich einfach nur noch. Ja, die haben das so geil hinbekommen, es ist absolut großartig. Es könnte sogar vielleicht noch ein Ticken widerlicher sein. Aber muss es für mich nicht. Ja, Junge! Raus um! Ah, ich habe keine Heiltrinks.
Heildrinks mehr. Vielleicht finde ich ja noch einen, weil ich will jetzt nicht unbedingt eine Spritze dafür opfern, aber ich glaube, ich muss es. Da ist schon der nächste Ampelmann. Wo ist er hin? Und weg. Wo bin ich denn gerade? Vorratskammer. Genau. Okay. Ja, hier ist nix. Hier ist noch was. Er nimmt's mit. Schrotkugel, eine. Oh no. Shit, ich bin tot. Alter. Okay, jetzt muss ich eine Spritze opfern, ansonsten bin ich richtig tot. Alter, was zum Teufel? Die Gegner so vor einem stehen und einen angreifen, das ist ein richtiger Albtraum. Die dann noch zu treffen, weil die so rumwiggeln. Ganz schlimm. Weitere Schrotkugel. Ah, da klippt der Gegner so ein bisschen durch. Oh ja. Bitte. Ich finde zwar haufenweise Ressourcen, Munition und Heilung und so weiter. Ist alles schön und gut. Brauche ich auch. Es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich wüsste jetzt einfach mal gerne, wo der Code ist. Folge einfach mal dieser Kette. Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Okay. Gehen wir mal jetzt einfach hier runter, im Cafeteria-Bereich. Die hängt immer noch da rum, ne? Da der Gegner hängt irgendwie fest. Bei dem muss ich aufpassen. Ist es wieder Ruhe. Fantastisch. Ach, komm schon. Wie viele Gegner denn noch? Ist ja schlimm, ey. Aber jetzt rumwiggeln mit dem Kopf, das finde ich super. Ja, wie gesagt, eine der großen Inspirationen von Silent Hill war ja der Film Jacob's Ladder. Und da wiggeln die Gegner auch so mit ihren Gliedmaßen rum, sei es im Kopf oder mit dem Oberkörper oder sonst irgendwas. Das kam ja hauptsächlich daher. Und ich finde, das passt aber halt auch so ein bisschen zu Silent Hill. Ja, genau. Oh, da kommt noch jemand. Aua. Okay, boah. Ich glaube, das waren sie alle, hoffentlich. Will ich nicht. Dann der nächste. Ja, ich hab dich gesehen, keine Sorge. Wie der Drecksack halt einfach ausweicht, ne? Aber es ist keineswegs schlecht.
Also, dass die ausweichen, ist sogar super intelligent. Dass man merkt, okay, der Gegner stellt sich so ein bisschen darauf ein, dass auf ihn geschossen wird und weicht dann halt einfach sneaky aus, indem man sich halt einfach duckt. Bei den Krankenschwestern ist es halt auch so, dadurch, dass sie so alle so ein bisschen rumwiegeln. Das Treffen natürlich auf die Gegner mit einer Schusswaffe natürlich nicht so einfach. Eine Scheibe wird verschont. Nicht in diesem Spiel. Okay, können wir auch noch durch. So, mal kurz gucken, wo bin ich gerade? Ah ja. Einmal hier durch. Jetzt müsste ich dann Shortcut hier öffnen können. Ist hier noch was? Erstmal öffnen wir den Shortcut. So. Ah ja. Da ist der andere Part der Lobotomie Ausrüstung. Nämlich der Pickel. Und jetzt muss ich zurück zu dieser Puppe. Wo war denn die nochmal? Wurde das eingezeichnet? Komischerweise nicht. Aber ich glaube, das war da hinten ein Aufenthaltsraum. Bin ich mir jetzt nicht komplett sicher, aber ich glaube schon. Dann gehen wir mal da hinten. Warte, war das hier? Nee. Gott, der Sound der Tür, wenn die aufgeht. Das ist ja grauenvoll. Ah, die Toilette. Lecker. Ist irgendwie gar nichts. Ich möchte nochmal dahin. Hier Aufenthaltsraum, Apotheke und so weiter. Bin ich Blade? Komm doch daher irgendwie. Hast du den Durchgang? Den übersehen? Hä? Ach nein! Ich muss hoch! Die war oben. Die Figur. War denn die Leiter hier? Okay. Vielleicht ist sie auf der Karte eingezeichnet. Ja, da, OP-Stuhl. Raus und dann rechts. Ah, wieder. Wie aus dem Original Schlüssel Lapisauge. Okay, das war's. So, der Schlüssel. Wo brauche ich den denn? Glaube unten, ne? Genau. Bei der Kiste. Dann gehen wir mal zur besagten Kiste. Also hier kann ich nichts mehr machen. Weil D3 könnte ich noch untersuchen. Reicht das schon? Komm ich da hin? Muss nochmal gerade gucken auf die Karte. Könnte ich theoretisch, ja. Mal gucken. Wie über was? Naja. Zwei auch noch. Es gibt kein Anvisieren. Nee, nee, nee. Wenn die mich grabt, dann macht die mir so viel Schaden. Das will ich nicht. Gott. Hä? Ging der Schuss durch, oder?
Geht einfach. Okay, alles klar. Meinetwegen. Okay. Werden sich wieder verstecken. In der Ecke wahrscheinlich mich angreifen. Ja. Als ob, ich hab dich doch gesehen. Muss ich ihn direkt nehmen. Oder beziehungsweise wäre gut, wenn. Na gut. D3, da waren wir ja drin. Der offene Raum, aber. Ich glaube, viel ist hier nicht. Da war nur die Munitionspackung. Das war's. Okay, dann gesagt, gucken wir nochmal, was hier ist. Da. Ja, so wie es aussieht, muss ich jetzt wieder runter. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück hier. Und dann die Treppe runter in den zweiten Stock. Können da dann den Schlüssel nutzen. Ich hätte jetzt aber auch nochmal hier zur Kiste gehen und speichern. Bin mir nämlich gerade so ein bisschen unsicher. Ich glaube nämlich, der Schlüssel war nicht hierfür. Oder? Doch. Okay, eine Kette weniger. Perfekt. Und dann hätten wir den Schlüssel schon mal weg. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal vielleicht versuchen, einen Stockwerk noch tiefer zu gehen. Wenn das geht. Gucken wir uns da nochmal um. Mit dem Aufzug geht das ja nicht. Der Aufzug ist eigentlich ziemlich sinnlos jetzt. Also man kann zwar mit ihm nochmal fahren, aber das bringt glaube ich nicht viel. Die eine Kette geht nämlich in die Richtung. Ah, ist das Ding? Ah, ich kann hier rüberklettern. Okay, das habe ich eben nicht gesehen. Nice. Voll gut. Also eigentlich kann man auch der Kette folgen, da kommt man auch weiter. Scheiße. Es ist weg. Hier ist das Schwesternhäubchen. Liegt da rum. Relativ unangenehm, dieser große Raum, aber. Vielleicht werde ich ja hier fündig. Ja, die Kette ist nämlich um diesen Pfahl hier gebunden. Bitte hier irgendwie nicht weiter, glaube ich. Ne, die endet hier. Schlagen wir erstmal die Wand auf. So, hier ist noch ein Teil der Kette. Na? Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet. Haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaub. Ja, da ist ein Teil des Rätsels markiert, beziehungsweise man sieht oben das Schloss, aber das bringt uns halt alles nichts. Lesen, untersuchen kann ich's. Wenden. 17, 18, 19. Ja, das ist ein Teil des Kalenders. Aber da ist ein Fragezeichen nur markiert, das bringt mir halt alles nichts. Also, keine Ahnung, was ich ein Jahr lang haben sie mich beobachtet. Eins. Stehen halt Zahlen drauf. Keine Ahnung, ich werde daraus noch nicht schlau. Ach so. Okay, ja, die Antwort ist hier drin versteckt in dem Raum. Watch it go dark.
sich die Lampe zerschießen? Geht sowas? Okay, lass mich nochmal in die Notiz gucken. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet. Hat man auch Beobachtung? Haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Pillen? Wenn die laute Stunde kommt. Stunde? Die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie erstmal noch. Finster. Okay. Mal sehen. Also. Pillen waren ja hier im Waschbecken. Das sind 2, 4, 5, 6. Pillen sind 6. Okay. Was haben wir denn noch hier? Wir haben die Tür hier. Dadurch können wir eine Uhr sehen, aber I don't know. Bringt nichts, wenn ich das Licht ausmache. Hä? Also es ist irgendwie so eine Art, vielleicht Zeiger zu erkennen, der auf 6 steht. Stunde, ich schreibe auch mal auf 6 vielleicht. Fragezeichen. Bin mir da echt nicht sicher, du. Da bricht dicht herein. Hier. Aber worauf zeigt das? Das Bett? Hä? Watch it go dark. Ich werde mal einen Test machen. Ja. Test gescheitert. Watch it go dark. Kann durchgucken, aber was bringt's mir? Muss ich von der anderen Seite aus durchgucken? Geht das? Nee, weil da steht irgendwie was davor und dann kann ich da nicht durchblicken. Ah, okay. Irgendwie werde ich aus diesem Rätsel noch nicht ganz schlau. Irgendwas hinlegen? Muss ich da irgendwas machen? Okay, ich werde nochmal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwas rausfinden kann, weil irgendwie stehe ich gerade ziemlich auf dem Schlauch, was dieses Rätsel angeht und bin gleich zurück. Also, ich glaube, bei einer Sache bin ich mir nicht so ganz sicher, bei zwei Sachen eigentlich eher. Ich glaube, dass das mit dem Flackern, 1, 2, 1, 2, also das Licht flackert immer zweimal, deswegen habe ich mir bei Finsternis 2 aufgeschrieben, Beobachtung 1, weil ein Jahr lang beobachtet. Ja, Pillen haben wir ja schon aufgeschrieben. Das sind 6 hier im Waschbecken. Ich gucke nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und bei der stillen Stunde, da bin ich mir halt absolut nicht sicher. Oder ist, glaube ich, laute Stunde, oder? Wenn die laute Stunde kommt, ja. Ich weiß nicht, was mit laute Stunde gemeint ist, aber da könnten wir vielleicht eine Zahl ausprobieren. Deswegen hätte ich gesagt, gehen wir nochmal zurück zur Kettenbox und versuchen mal, ob es hinhaut. Und dann würde ich nochmal final speichern, eventuell sogar für das Ende der Folge. Wie komme ich denn da hin? Habe ich M1 schon untersucht hier? Ist offen. Achso, ich kann einfach in diesen Raum hier rein. Ach, hier fehlt was. Oh. Hallo. Au. Fucking hell. Oh Gott, weg hier. Hier. Ah!
Nö, nö, nö. Gott, das hat die Monster angelockt. Okay, jetzt wüsste ich zumindest, Stunde. Zwei. Die laute Stunde. Kann ich damit nochmal interagieren? Kann ich nicht, oder? Du Scheiße. Leute. Mal den Raum zurück, weil da steht immer noch Fragezeichen. Ja. Ja gut, ich würde vorschlagen, wir gucken nochmal, dass wir da zurück zur Box kommen. Und ich da nochmal versuche, den Code einzugeben. Wie komme ich denn am einfachsten dahin? Geht gar nicht. Ich muss hier irgendwie komplett durch. Aber wenn wir eh schon hier sind, checken wir auch nochmal die anderen Räume hier aus. Die M-Räume, aber hier bin ich ja, glaube ich, eben schon durchgegangen. Ah, hier ist... Ah, hier ist noch was. Pistolenkugeln, jawohl. Und hier... Auch noch ein Memory zum Original. Silent Hill 2. Aber an das erinnere ich mich gerade irgendwie nicht. Was ist. Also es scheint auch irgendwas im Krankenhaus zu sein, aber ich weiß nicht genau was. Da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Ah, ich kann die Toilette hier öffnen jetzt. Geil, ein Shortcut hier. Perfekt. Einfach jetzt hier durch und dann bin ich wieder bei der Box. Einfach der Kette folgen. So, jetzt versuche ich mal mein Glück hier bei der... Also, Beobachtung war 1. Pillen waren 6. Stunde ist 2. Instant ist 2-mal klackern. War richtig. Haben wir gelöst. Gut, fehlt nur noch ein Code. Dann haben wir's. So, wir speichern den nämlich und um die letzte Kette kümmern wir uns dann in der nächsten Episode zu Silent Hill 2 Remake, denn wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, beziehungsweise sind schon über 50 Minuten, ja. Also so eine volle, komplette Stunde würde ich jetzt ungern machen, weil dann sparen wir uns das fürs nächste Mal auf und machen dann die letzte Kette, öffnen die Box und dann, haben wir das Krankenhaus auch fast schon geschafft. Es kommt noch ein bisschen was, aber dann dürfte das auch, glaube ich, dann geschafft sein. Und dann geht's wieder raus ins behagliche, nebelige Silent Hill und dann machen wir uns weiterhin auf den Weg durch diesen Albtraum. Falls ihr mögt, schaut gerne in das Original auf meinem Kanal. Ich habe einmal die Enhanced Edition als Let's Play und als komplettes Spiel auf leicht durchgespielt. Falls ihr mögt, schaut dort gerne vorbei, falls ihr nochmal das Original nachholen wollt. Und ansonsten hoffe ich wieder, sehen wir uns beim Remake von Silent Hill 2. Bis dann!